Ein Hallo und willkommen zur Folge 423. Und hier ist die Polizei auf einer Einsatzfahrt und man darf ja vorsichtig über rote Ampeln fahren, um Einsatzfahrzeugen Platz zu machen. Nur er bleibt sogar bei Grün noch stehen und blockiert die Polizei. Und das Video läuft kaum eine halbe Minute und direkt schüttelt man schon wieder mit dem Kopf. In diesem Sinne, viel Spaß, los geht's. Und das war mal richtig knapp. Immerhin hatte die Einsenderin so weit ihr Tempo reduziert, dass sie überhaupt anhalten konnte, selbst das schaffen viele ja schon nicht. Und klar, natürlich darf man mit dem Rad nicht über den Zebrastreifen, aber statt dem Rad hätte das ja auch ein rennendes Kind sein können. Die Einsenderin schrieb, sie war hier auf jeden Fall zu schnell und ja, da stimme ich zu. Zeigst du längs hier, ne? Aber wenn man sich mal die ramponierte Stoßstange und das ganze Klebeband rund ums Kennzeichen anschaut, würde ich sagen, der macht das immer so. Erst Vorfahrt nehmen und jetzt nichts wie weg. Mit quietschenden Reifen hier voll auf die Fußgänger zu. Parkende Autos hier. Und ich glaube, so eine Lambo-Tür, die wäre teuer gewesen. Eine freie Landstraße und hier kann doch eigentlich wirklich nichts passieren. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße, war das knapp. Und das war wohl wieder mal ein Produkt von Handy am Steuer. Jedes Jahr 500 Tote und 25.000 Verletzte. Das Handy hat am Steuer einfach nichts zu suchen. Hier geht's bergauf, da vorne fährt ein langsamer LKW, Kuppe, nicht einsehbare Kurve. Natürlich, perfekte Stelle zum Überholen. Aber das Allerbeste ist, er biegt wirklich direkt vor dem LKW rechts ab. So ungeduldig kann man doch gar nicht sein. Aber komm, wo wir doch schon von Ungeduld sprechen, noch einer. Hier sind wir auf der Autobahn und ja, ihr seht das richtig, da fährt ein Trecker auf der Autobahn. Aber es wird noch absurder. Was macht denn der Mercedes jetzt hier? Traktor hier auf der Autobahn, ne? Sag mal. Blödfilm, was soll der Scheiß, Alles klar. Aber komm, die Szene ist immer noch nicht vorbei. Hier endet jetzt die Autobahn, es wird zur Kraftfahrstraße und hier sind jetzt lauter parkende Autos auf dem Seitenstreifen. Parken die da jetzt ernsthaft, weil die da vorne am Flughafen die Parkplatzgebühr nicht bezahlen wollen? Also ein anderer plausibler Grund fällt mir hier wirklich nicht ein. Auf diesem Parkplatz hier ist wirklich viel Platz zum Rangieren, weil außer diesem weißen Auto hier steht kein weiteres Auto auf dem Parkplatz. Aber dieser ältere Herr hier... Der wäre doch jetzt hier ernsthaft in den Einkaufswagen reingefahren, wenn die Dame den nicht im allerletzten Moment noch weggezogen hätte. Ey, das verstehe ich einfach nicht. Hier geht's in die Baustelle. Ich weiß nicht, wie es beschildert war. Markierungen sind hier auf jeden Fall keine. Was macht ihr da? Seid ihr dumm? Und alle fahren hinterher. Unser Einsender hier fährt auf jeden Fall richtig, während alle anderen hier falsch sind. Ein paar Markierungen auf der Fahrbahn hätten vielleicht geholfen, weil es scheint eh eine Einbahnstraße zu sein. Denn hier, hier kleben dann ja Markierungen. Verblödet, guck mal, da fahren vier Leute. Hier links von uns steht ein Auto und ich glaube, wir sind uns alle einig, er hat hier wirklich drei rote Ampeln perfekt mitten in seinem Sichtfeld. Daher keine Ahnung, wo er jetzt hingeguckt hat. Die Szene hier ist ziemlich kurz und habt ihr gesehen, worum es geht? Wir gucken jetzt nochmal in Zeitlupe hier nach rechts und das hier, das ist gar nicht gut. Hier geht's um die Sprinter vor uns. Alter, seid ihr... Und ich glaube, der hintere Sprinter wurde hier selbst davon überrascht, wie langsam sein Vordermann hier doch gefahren ist. Nur warum der hier so langsam gefahren ist? Was machen die da? Oh. Das geht aus diesem Video irgendwie nicht hervor. Denn der Einsender fügt noch an, Moment später hätte er wieder beschleunigt. Da rechts scheint ein Parkhaus zu sein und da ist es natürlich super praktisch, dass der Transporter hier direkt in der Einfahrt steht.
Aber wo könnte man stattdessen denn parken? Genau, mitten auf dem Radweg. Na, endlich mal wieder ein Kreisverkehr. Ja, ich glaube, der LKW hat schon ein bisschen eilig, aber wenn es nur das gewesen wäre, hätte ich es nicht gezeigt. Eine Minute später. Und ich will jetzt nicht drüber diskutieren, ob der hier platzmäßig wirklich auf den Fußweg ausweichen musste oder nicht, aber mit was für einem Tempo der hier über den Gehweg ballert, das geht doch gar nicht klar. Da macht mal jemand einen Schritt aus der Haustür raus und zack, wirst du direkt auf dem Gehweg vom LKW überfahren. Das kann es auch nicht sein. Und ich glaube, hier haben wir es mal wieder besonders eilig. Hier sind wir mit Christian unterwegs und beim Abbiegen hier so die Kurve schneiden, das ist doch auch nicht clever. Aber jetzt wechseln wir zum nächsten Christian, zu unserem Christian. Das hier ist ein verkehrsberuhigter Bereich, also Schrittgeschwindigkeit, fährt Christian noch ungefähr. Aber manchen hier, denen kann es einfach nicht schnell genug gehen. Und ich würde sagen, jetzt üben wir mal Verkehrsschilder zu lesen. Ganz rechts die Abfahrt nach Leonberg, die rechte Spur, die geht geradeaus, die mittlere Spur geht auch geradeaus, die linke Spur geht auch geradeaus, alle Spuren führen ans gleiche Ziel. Und was zur Hölle ist daran nicht zu verstehen? Achso, das will in meinen Kopf einfach nicht rein. Hier sind wir mit der Finne unterwegs und Überraschung, wir sind in Finnland. Das Wasser hier auf der Straße ist Schmelzwasser vom Schnee und wir achten mal auf den BMW im Gegenverkehr. Um mit dieser Geschwindigkeit ins Wasser reinzuhämmern, ohne genau zu wissen, wie tief es ist, ist zwar lustig, aber nicht unbedingt schlau. An diesem Skoda, der hier vor dem BMW fährt, sehen wir ja, dass das Wasser nochmal eine gute Ecke tiefer wird, als an der Stelle, wo wir den BMW gefilmt haben. Und sobald das Wasser mal 2-3 cm höher steht als die Frontlippe, schiebt man bei hohen Geschwindigkeiten so viel Wasser vor sich her, dass sich das schnell hochschiebt bis zum Kühlergrill. Das geht tatsächlich viel, viel schneller, als die allermeisten denken würden. Blöd nur, wisst ihr, was bei den allermeisten Autos in dem Bereich halt ist? Die Luftansaugung vom Motor. Luft lässt sich komprimieren, Wasser nicht, saugt der Motor Wasser an, ist das in sehr vielen Fällen schlichtweg ein kapitaler Motorschaden. Obwohl die Luftansaugung auf 50-60 cm über dem Boden ist, können 20 cm Wasser bei höherer Geschwindigkeit bei vielen Autos reichen, um dadurch Motorschaden zu riskieren. Das hier im Video ist jetzt zwar lustig, steht das Wasser plötzlich dann doch 6-7 cm höher, ist das zwar sicherlich auch noch lustig, mit Pech aber halt nur noch für die Werkstatt und nicht für den Fahrer. Da gibt es tatsächlich einen ganz einfachen Trick, wenn man die Wassertiefe nicht genau kennt, die Straße aber trotzdem passieren muss, Schrittgeschwindigkeit fahren. Und die Gefahr ist gebannt. Ich dachte, ich erzähle das mal, weil viele wissen es nicht und wenn das irgendwem von euch zukünftig vielleicht mal rettet, dann war es ja für was gut. Aber mit dieser Szene, damit sind wir jetzt auch durch für heute. Wieder richtig in die Action stürzen könnt ihr euch noch mit einer anderen Dashcam-Folge. Hier ist noch eine Auswahlmöglichkeit verlinkt, die der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Klickt gerne drauf. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.